Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Dann sind es vielleicht auch irgendwann nicht mehr über 70% meiner Zuschauer, die nicht abonniert haben. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und voraussichtlich, wenn ich heute Nachmittag genug Zeit habe und nichts dazwischen kommt, werde ich den Solo-Cup hier streamen. Hey, der beginnt 17 Uhr, vielleicht streame ich auch schon etwas davor, um das genau zu wissen, müsst ihr am besten einfach meinen Twitch-Kanal abonniert haben, Link dazu ist in der Videobeschreibung, beziehungsweise gefollowt haben, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, schauen uns jetzt den Item-Shop an und heute, wie ich schon gestern in Leaks gesehen habe, wurde es jetzt als Set hinzugefügt. Also ihr könnt einmal hier alles gemeinsam kaufen, also eine grüne Spitzhacke, den Gleiter hier und dann eben halt den Skin mit dem Backpack. Das Skin an sich 1500 V-Bucks. Der Gleiter würde normalerweise, glaube ich, 1200 kosten, genau. Kostet 1200. Das heißt, ihr spart wirklich eine Menge. Ich meine, allein schon Skin und Gleiter zusammen sind ja eigentlich schon 2700 V-Bucks wert und dann eben halt nochmal die 500 V-Bucks Spitzhacke. Ist auf jeden Fall schon krass, das heißt, auch wenn euch nur zwei Sachen hiervon gefallen oder auch nur so halb gefallen, ist es auf jeden Fall ein gutes Angebot und ich finde, die Sachen sehen hier auch eigentlich ganz nice aus. Den gibt es ja auch in der Nintendo Switch Version, das heißt, wenn ihr eine Switch Exklusivversion habt, dann braucht ihr den so eigentlich dann auch nicht mehr. Trotzdem, nice Set. Hier, wie gesagt, einfach nur nochmal das gleiche, aber einzeln. Dann habe ich hier als nächstes den Patronengurt-Skin. Ist eigentlich ganz nice. Wobei ich die Patronella persönlich lieber mag. Hat natürlich kein Backpack noch zusätzlich. Ist allerdings auch 300 V-Bucks günstiger. Hat ebenfalls auch einen Patronengurt an und sieht eigentlich auch ziemlich nice aus. Hier noch ein bisschen Kriegsbemalung und so. Ist auf jeden Fall ein nicer Skin. Dazu gibt es dann die Machete als Spitzhacke. Ist eigentlich ganz nice hier in einer Kokosnuss oder was auch immer genau das darstellen soll. Drin, ja, gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir dazu noch den Heli. Und der hat ja an beiden Seiten eine Minigun raushängen, wo hier schön auch so ein Patronengurt dranhängt. Ist eben halt ein relativ großer Gleiter schon, ist aber glaube ich auch nicht allzu laut, außer beim Aufklappen, aber beim Fliegen macht er nicht wirklich groß Geräusche. Ist auf jeden Fall ganz nett, der Gleiter. Dann gibt es dazu die Tarnung Digitales Grau. Finde ich eine richtig coole Tarnung für 300 V-Bucks. Wirklich vollkommen okay. Hier mit dem Schwarz-Weiß und dann auf dem Weiß noch ein paar graue Aspekte im Camo-Look. Gefällt mir auf jeden Fall die Lackierung. Kann man sich kaufen. Dann als nächstes haben wir Kuschelbeauftragte. Ist ja eigentlich ein Valentinstag-Skin, wo der normalerweise rauskommt, aber ich denke mal, das ist auch so einer der Gesichter von Fortnite, wenn man so an Fortnite denkt, das ist glaube ich eine, somit einer der Standard-Skins, gibt es ja auch in unheimlich vielen Varianten, egal ob Halloween oder was weiß ich noch, Panda-Stil, ich glaube für USA gibt es auch noch einen weiteren Stil, aber also davon gibt es wirklich unheimlich viele. Ich finde den hier tatsächlich dann eigentlich noch mit am schlechtesten, wobei es eben halt so der klassische ist. Ja, ist aber eigentlich trotzdem ganz in Ordnung. Dann gibt es dazu die Kuschel Airlines. Finde ich auch richtig cool. Hier einfach so einen süßen Teddybär an einem Jetpack dran. Gefällt mir auf jeden Fall. Die Kuschelkrallen finde ich leider nicht ganz schön. Ich finde, die hätten auch aus Fell sein können. So ist es im Prinzip einfach nur ein Luftballon. Die Kuscheltarnung finde ich auch, ist immer nur 300 V-Box-Lackierung und dafür nicht wirklich besonders oder zumindest spricht es nicht meinen persönlichen Geschmack an. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes die Nachthexe. Sieht eigentlich auch ziemlich nice aus. Hinten auch mit einem toten Kuschelbär, der wahrscheinlich irgendwie verzaubert wurde oder so. Auf jeden Fall ziemlich dunkel gehalten, der Skin. Ja, die Haare so ein bisschen Dreadlocks mit so ein bisschen weißer Farbe noch drin. Ja, der Skin an sich ist auf jeden Fall ganz nice eigentlich. 1500 V-Bucks finde ich allerdings schon ein bisschen teuer. Natürlich hat er ein Backpack, aber trotzdem ein bisschen, es hätte auch ein blauer Skin sein können. Dann haben wir Pumpernickel. Ist ganz in Ordnung. Die stachelige Streiterin war ja damals richtig witzig, als die Wüstenregion drin war. Dort gab es nämlich auch Kakteen und zusammen mit dem T-Pose-Emote. Hat man, oder
eine Stachelige-Pose. Da gab es, glaube ich, nochmal einen weiteren Emote. Sah man eben halt genauso aus wie die Charaktere, die sonst da so sind. Trotzdem eigentlich ein nicer Skin, kann man sich gut kaufen. Dann aber knochenlos. Für einen 500 V-Bucks-Emote mittlerweile viel zu wenig Abwechslung und so. Da gibt es mittlerweile wirklich deutlich bessere. Ist allerdings auch schon wirklich alte Emote. Dann haben wir als nächstes Stacheliger Groove. Nicht Spaciger. Was ist Stacheliger? Spaciger Groove. Klingt auf jeden Fall spacig. Ich glaube, das ist die aus dem Extraterrestrial Emote. Die abgemischte Musik. Ist eine sehr ruhige Musik. Ist ganz in Ordnung. Ich finde, es gibt bessere. Dann haben wir als letztes noch immer mit der Ruhe. 200 V-Bucks. Eigentlich ganz in Ordnung. Kann man sich definitiv kaufen. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung auf dem Video da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.